Einen cineastischen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Poketime mit mir, dem Cini. Wir sind in der Arena von Adventure City, haben den ersten Trainer besiegt und jetzt kommt das Mädchen dran. Uiuiui, ich bin ja so aufgeregt. Ach, falscher Knopf. Ich zeige dir jetzt mal, was Chibin mir beigebracht hat. Alles klar. Wir haben nichts zum letzten Kampf geändert. Smokey ist leicht angeschlagen. Und ein Brutalander wird in den Kampf geschickt. Eieiei. Level 9. Bedrohung von Brutalander wirkt. Okay, ich würde sagen, wir machen den Clairsmog drauf. Dann ist nämlich der Statuswert schon mal aufgehoben. Okay. Kopfnuss und mal sehen. Wow. Werden wir noch einen Kopfnuss überleben? Wir machen die Giftwolke. Und es ist verletzt. Es ist vergiftet. Und verletzt natürlich auch. Noch eine Kopfnuss. Oh, jetzt wird's kritisch. Und ich würde sagen, wir wechseln das Pokémon. Auch wenn das Brutalander wahrscheinlich nicht anfällig gegen Feuerschaden ist. Aber das werden wir sehen. Wie gesagt, wir sind in einer Randomized Challenge. Es könnte sein, dass wir hier auch mit Feuerschaden was anrichten können. Deswegen hauen wir die Nitro-Ladung mal drauf. Ah, ist nicht sehr effektiv. Aber wenigstens geht unsere Initiative hoch. Und wir sind immer noch Level 15 und es ist Level 9. Okay. Und es ist natürlich vergiftet, was uns auch sehr viel weiterhilft. Wir hauen Tackle drauf. Ah, ist auch nicht sehr effektiv. Alter! Oh Mann. Oh shit. Schaffen wir es? Tackle. Oh nein. Schmaus. Nein. Oh nein. Oh Mann. Ein Clutexo. Clutexo ist jetzt Clut ein. Smokey ist auch schwer angeschlagen. Wir nehmen noch mal einen Trank. Okay. Oh Mann. Komm schon. Nein.
Was sollen wir tun? Ich hau Gewissheit drauf. Jawohl. Das ist sehr effektiv. Und Smokey hat überlebt. Wissen erlangt man durch auswendig lernen und muss auswenden, sonst vergisst man es schnell wieder. 144 EP. Okay, du bist echt gut, aber kannst du auch Chirin besiegen? Ich weiß es nicht. Wir haben nur noch Smokey. Es wird niemals reichen. Wir können mit den Bären noch mal ein bisschen die EP auffüllen. Oh Mann. Aber was sollen wir tun? Wir könnten trainieren gehen. Oder wir müssen es einfach wagen. Genau. Es wird für dich der erste Kampf als Arena-Herausforderer. Es ist es mein erster Kampf als Arena-Leiter. Geben wir beide unser Bestes, damit wir später stolz auf unseren Kampf sind. Oh Mann. Mit nur einem Pokémon als Smokey treten wir den Arena-Kampf an. Das wird niemals gut gehen. Als erstes die Giftwolke. Wehrt die Attacke ab. Okay, macht uns wenigstens nicht so viel Schaden. Wir hauen einen Tackle drauf. Ich glaube, wenn wir jetzt... Oh Gott. Es leitet sich hoch. Oh Mann. Wir hauen Gewissheit drauf. Mal sehen, ob das was bringt. Oh, das ist nicht sehr effektiv. Der Clairsmog hat auch keine Wirkung. Wir haben keine effektive... Wir hauen nochmal den Tackle drauf. Ich glaube, es hat mehr Schaden gemacht. Und nochmal die Gewissheit. Okay, die macht, glaube ich, mehr Schaden. Dann nochmal Gewissheit. Okay. Leider immer noch nicht tot. Wir kriegen noch mal einen Volltreffer. Oh, und er heilt es hoch. Ah, Mist. Nochmal, jetzt komm schon. Ah, es ist immer noch nicht ganz unten. Scheiße. Und es heilt sich hoch wieder ein Stück. Gewissheit. Aber das war's. Aber es kommt ein weiteres Pokémon. Ein Ratzfratz. Haben wir noch irgendwas zum Heilen? Das ist Tafelwasser. Wir haben noch Beeren. Ich weiß nicht, das Tafelwasser. 50 auffüllen. Dann nehmen wir das.
Okay. Bis. Ah, es zieht nicht so viel ab. Vielleicht können wir es doch schaffen. Ratzfatz ist schlagbar auf jeden Fall. Er ist jetzt vergiftet. Okay. Wir hauen einen Tackle drauf. Wir werden nochmal gebissen. Der Tackle ist nicht wirklich so effektiv. Wir haben noch Gewissheit. Dann hauen wir die auch noch drauf. Nochmal der Biss. Und Radfratz wurde besiegt. 136 EP. Wir haben es geschafft. Es freut mich, dass du mein erster Herausforderer warst. Dieses Fazit ziehe ich aus unserem großartigen Kampf. Das hier überreiche ich dir als Anerkennung deiner Stärke und der deines Pokémon-Teams. Okay, der erste Orden. Bam. Cynthia hält von Sharon den Grundorden. Bravo, der Grundorden ist ein erster Arena-Orden. Ein denkwürdiger Moment. Besitzt du einen Orden, befolge auch im Tausch erhaltene Pokémon bis Level 20 deine Befehle. Und das hier ist ebenfalls für dich. Okay, Kraftschub bekommen wir. Mit dem TM83 kannst du deinem Pokémon Kraftschub beibringen. Setzt du Kraftschub im Kampf ein, werden dein Angriff und Spezialangriff stärker. Technische Maschinen kannst du übrigens beliebig oft einsetzen. In der Einalregion gibt es 8 Pokémon-Arenen und folglich auch 8 Arena-Orden. Wer als Pokémon-Trainer etwas aus sich hält, der muss sie alle haben. Und nebenbei füllst du auch so noch deine Seiten des Pokédex. Ja, auch ich reiste vor 2 Jahren durch die Lande zusammen mit meinem... Freunden und den Pokédex in der Hand. Es ging gerade einfach nicht weiter. Okay, somit haben wir den ersten Orden, aber um welchen Preis? Unser erstes Pokémon, unser Starte-Pokémon, Schmaus ist tot. Wir dürfen laut dieser Regelung die Nuzlocke-Challenge dürfen wir Schmaus nicht mehr einsetzen. Hey! Und wie war's denn so? Den Kampf gegen den Arena-Leiter meine ich. Oh, das ist doch der Grundorden. Das ist ja unglaublich. Dabei haben du und dein Pokémon diese Reise eben erst begonnen. Als Trainer hast du offensichtlich gehörig Potenzial. Dann bekommst du jetzt das hier von mir. Die TM-Rückkehr. Okay. Beherrscht ein Pokémon... Rückkehr wird diese Attacke stärker, je mehr es seinen Trainer mag. Also, dieser Sheeran. Bell? Na, wie geht's? Haben wir uns 2 Jahre nicht mehr gesehen, was? Wow! Ist irgendwas passiert? Ich dachte, es wäre vielleicht eine gute Idee, wenn du mich in deinen Visokaster eintrage. Jetzt kannst du mich immer von deinem Visokaster anrufen. Mich auch. Und ich habe noch Professor S eingespeichert. Der Visokaster klingelt. Zinni nimmt den Anruf an. Halli, hallo Zinni, ich bin's, Professor Esche.
Ich habe von Bell gehört, dass du den Pokédex an dich genommen hast. Das ist wirklich großartig. Echt klasse. Dank dir werden sich unsere Beziehungen zu den Pokémon noch weiter aufbessern. Es ist wirklich wahnsinnig interessant hier, Professor Eche. Achso, sie dann. Es ist wirklich wahnsinnig hier, Professor Eche. Es gibt hier nämlich jede Menge Pokémon, auf die wir vor 2 Jahren noch nicht gestoßen sind. Vielen, vielen Dank, Bell, dass du diese Erledigung für mich übernimmst, obwohl du es ein weiter Weg ist. Und wie läuft es so bei dir, Chirin? So als frisch gebackener Arenaleiter? Schön, dass wir uns mal wieder sprechen, Professor Escher. Sie spüren ja förmlich vor Energie. Wie es mir als Arenaleiter so geht, es ist schon ganz schön hart. Wenn ich wenigstens meine gewohnten Partner an meiner Seite hätte. Du schaffst das schon, Chirin. Auch wenn ich schwere Kämpfe bevorstehen, denk einfach daran, dass du damit die Beziehung zu den Pokémon vertiefst und auf diese Weise es immer bessere Arenaleiter wirst. Keine Sorge, alles wird gut. Auch wenn ich jetzt kürzlich zum Arenaleiter aufgestiegen ist, ist gerade mal Anwärterin auf ein Pokémon-Professor bin und Zinni erst vor kurzem ein Trainer geworden ist. Wir alle haben trotzdem in unserem Pokémon immer unser Pokémon an unserer Seite. Oh, ja, du bist schwierig in deinem Satzbau, Bell. Das hast du schön gesagt, Bell. Unsere Welt ist eine Welt, in der wir zusammen mit den Pokémon leben. Vergiss das niemals. Wenn ihr auch so tut, bevor ihr auch träumt, denkt immer daran, dass eure Pokémon immer bei euch sind. Das gilt besonders für dich, Zinni. Dein Pokédex mag wichtig sein, doch an erster Stelle sollte der Spaß stehen, den du auf deiner gemeinsamen Reise mit dem Pokémon hast. Hey, Zinni, Professor Eche ist schon cool, oder? Wenn du sie auf dem Casio-Kasse anrufst, bewertet sie die Vollständigkeit deiner Pokédex-Einträge und verrät dir alles Wissenswerte über die Entwicklung von Pokémon. Uns kannst du natürlich auch anrufen. Ich verrate dir, wie sehr dich dein Pokémon mögen. Genau. Ich kläre dich über die Fähigkeiten der Pokémon, über die Wechselwirkung zwischen den Typen auf. Hey, bist du der Arenaleiter? Dann lass uns gleich kämpfen. Du siehst mir nach einem recht starken Trainer aus. Alles klar, komm zu mir in die Arena. Wie mein? Ich gewinne auf jeden Fall. Ein Arenaleiter hat's wohl echt nicht leicht. Ich habe es so eingerichtet, dass du ab jetzt das Ziehgier verwenden kannst. Mit Hilfe des Ziehgiers kannst du zum Beispiel per Infrarotverbindung oder drahtloser Datenübertragung kommunizieren. Dankeschön. Achtung, bitte schalte das Ziehgier an Orten wie Flugzeugen und Krankenhäuser, wo Drahtlosverbindungen verbunden sind, stets aus. Nein, wir aktivieren das nicht. Willst du das Ziehgier in Betrieb nehmen, musst du dazu das Einschaltsymbol rechts unten berühren. Sobald es eingeschaltet ist, kannst du das Fragezeichen rechts unten berühren, um dir eine Klärung durchzulesen. Und was nun? Es gibt noch eine Arena in Vaporeon City. Wie? Vaporeon City liegt etwas hinter Dowsing. Alles klar. Ja. Hinter Dowsing müssen wir jetzt wahrscheinlich in die nächste Stadt rein. Und ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich danke euch wieder mal vielmals fürs Zusehen. Es ist echt eine traurige Folge.
Auch wenn wir gewonnen haben, haben wir doch etwas verloren. Aber bleibt wie ihr seid. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann und ciao.